Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen, neuen Let's Play auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Pro Evolution Soccer 2020. Allerdings nur die Demo, da ich demnächst ein neues Let's Play reinwerfen werde, nämlich Sniper Elite 4 und GTA mal wieder auf eine kleine Pause setzen möchte. Schmeiße ich kurz, um die Zeit zu überbrücken und alles zu wundern, falls das so nicht klappt, wie ich das haben möchte, mit Pro Evolution Soccer den neuesten Ableger aus dem Hause Konami in den Raum. Beziehungsweise auf meinem Kanal. Kann aber auch theoretisch sein, dass die nächsten Tage es passiert, dass der 20 Uhr Slot unbesetzt bleibt. Wie gesagt, ich bin jetzt demnächst in Urlaub und möchte das halt und weiß nicht, ob ich es schaffe, wenn wir aufnehmen und alles drum und dran. Da sind nämlich andere Projekte. Aber ich habe da sonst noch andere Projekte. Also wie gesagt, die 14 Uhr Slot, 16 Uhr und 18 Uhr, das bleibt ja alles so, wie es sein soll. Wie gesagt, es kann nur sein, dass es der 20 Uhr Slot wird, der unbesetzt bleibt. Gut, ja, gehen wir mal rein in die Demo. Mit unserem Freund Lionel Messi auf dem Schirm. Wir spielen natürlich diese Variante, weil das ist die FIFA-Variante. So, wir können die ganze Einstellung übernehmen. Ich kenne es nämlich mehr aus FIFA. Bitte wählen Sie ein Land in der Region. Deutschland natürlich. Ja, bitte. Die Nutzungsbedingungen, bla, einverstanden, brauchen wir nicht lesen. Wer liest sowas schon? Ne, abgut. Datenschutzerklärung, die kennt man auch, kenne ich mittlerweile auswendig, gut ist. So. Let's go, let's go. Gehen wir rein in das neue Spiel, das wir da erstellt. Ich bin mal gespannt, wie viele Mannschaften wir spielen dürfen. So, bekommen wir die So, die Demo-Version bei allen Themen basieren, abgesehen von ein paar Ausnahmen auf den Daten von Mai 2019, für die Freude von Lizenzbeschränkungen und eigentlich Spiel aus der Demo-Version möglicherweise nicht in der Vollversion verfügbar. Sie können das Spiel mit dem Angebot spielen, indem Sie die Live-Aktualisierung anwenden, die in derselben Woche zum Download zur Verfügung steht, der die Vollversion veröffentlicht. Gut, wir müssen auf jeden Fall gleich erstmal die Musik leise machen, das ist klar. Reserverwartung, bla, irgendwas. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich die Musik leise machen. So, Einstellungen, Option. Nein. Gib Gas. Audio-Einstellung. Dankeschön. Ich will die Musik nämlich komplett runterdrehen. So. Machen wir das so. Oh, Gott sei Dank. Wir fuchsen uns mal gerade durch die Einstellung durch. Online-Einstellung, System-Einstellung, gut, das war eigentlich die Plan. Das ist okay. Spracheinstellung. Gut, das ist soweit in Ordnung. So, Filter-Einstellungen. Achso, okay. Nee, das brauchen wir gerade nicht. So, schauen wir mal, wie ich die Kursanzeige. Gibt es keine Möglichkeit, die Zeit mal hochzustellen? Heute in Stellung, heute der Kamera einstellen, Spielgeschwindigkeit einstellen. Schauen wir nicht, okay. Gut. Lokales Spiel. Ihr könnt das Ding um Kurve spielen, aber es braucht. So, wir gucken uns mal die Mannschaften an. Wir haben Arsenal, Barcelona, Bayern, Juve, Menu, Boca Juniors, Colo Colo, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Sao Paulo und Vasco da Gama zur Verfügung. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Juve. Ich will mal gegen die Bayern. So, Entschuldigung, bitteschön. Spielniveau fortgeschritten. Amateur brauche ich nicht. Ich spiele fortgeschritten Profi. Ich bin auf Profi. Bis 18 Verlängerung. Und dann habe ich so okay, Verletzungen. Ein Tagesformat. So. Verletzungen. Oh, komm, wir machen. Machen wir es so. So.
Ist übrigens mein erstes. Das ist mein erstes Personal. Ist mein erstes Personal, das ist nicht auf dem Kanal. So, genau. Das sind die Aufstellungen auf jeden Fall, mit denen wir spielen werden. Beziehungsweise. Kann ich die nicht ändern noch irgendwie? Bestimmt über Strategie, ne? Ja. Nicht nutzen, nein. Oh, gib mir den Sack. So. Ja, ich glaube, ich weiß eh, wie es geht. So, guck mal, Moiskin spielt mittlerweile zum Beispiel gar nicht mehr. Mochan. Da auf die Position. Mimsel 85er. Den kann man da auf die Position lassen. Dann ziehen wir die da auf die Position. Ronaldo ist klar. Douglas Costa. Ich will auch Douglas Costa auf der Seitposition. So, dann tun wir das so machen. Gib ihm. So, wir müssen ihn ja auf rechts aus. Ich würde ihn ja genau auf rechts außen lassen. Kriege ich das nicht hin? Will ich nicht auf rechts außen spielen? Okay. Kriege ich den nicht in die Position gezogen? Okay. Nämlich gerade. So, Garni, 85er Innenverteidiger. Sorry, wenn ich dann manchmal ein bisschen noch ein bisschen umbaue. Ja, passt schon so, oder? Das Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. Ich habe das Gefühl, dass es hier manche Positionen gar nicht gibt. Links außen, zentral. Es gibt sowas wie das linke Mittelfeld gar nicht, ne? Ist jetzt ein bisschen Spielerei. Sorry, liebe Leute, dass es jetzt gerade ein bisschen dauert, bis wir gleich mal reingehen können. Ich habe gerade gar linken Mittelfeld. Ich bin auf dem linken, ne? Auf der Bank. Dann setze ich Ronaldo auf die Position und dann brauche ich hier noch einen Stürmer. Habe ich noch einen Mittelstürmer und nämlich Mandzukic, dann nehme ich ihn doch rein. Ich habe eher das Gefühl, wie gesagt, dass manche Spieler. Oder die Baller vorne rein. Ich ein offensives Mittelfeldspieler, dann muss ich doch einen offensiven Mittelfeldspieler nehmen, ne? Bentancur vielleicht. Oder so. So. Ah, das sieht schon wieder besser aus, die Mannschaft. Okay. Bestätigen. Der ist umgebaut. Ja, hat er auch viel vorgebaut. Gut, dann gehen wir rein ins Spiel. Boah. So.
Wir haben keinen Kommentator, okay. Hätte ich gedacht, dass wir den haben. Aber schauen wir mal nicht. Wir haben noch ein Auftaktspiel auf jeden Fall bei Pro Evolution Soccer mit dem Spiel gegen die von Juve gegen den FC Bayern München. Ich versuche euch zumindest mal alle Spiele zu zeigen. Alle Vereine zu zeigen, soweit. Ach, ich spiele in München. Buffon ist natürlich noch nicht drin, weil der, wie gesagt, der Start von Mai 2019 ist, da war Buffon noch nicht bei dem. Da war, glaube ich, auch die falsche Nummer, die 5, glaube ich, im Original. So. Juve gibt es jetzt beim neuen FIFA nicht. Das heißt, es ist ein anderer Name, aber die Lizenz liegt tatsächlich bei Konami. So. Dann auf geht's. Juventus Turin gegen den FC Bayern München, das erste Spiel steht an. Ah, Ticken zu weit. So, jetzt muss ich natürlich noch mal ran. Nehmen wir mit. Meiner. Wieder so ein Fehlpass vorne drin. Das war nicht so gut. Jawohl, aufgepasst. Okay, der ist überpasst da. Der Ball kommt auf Ronaldo. Aber der kriegt den Ball nicht zu seinem Mitspieler. Na, kriegt er den da hin? Oh, da ist Ronaldo. Die erste Riesenchance für Turin. Schöne Flanke von Dybala. Und Ronaldo nur knapp vorbei am Tor. Von Manuel Neuer. Der FIFA wird es sehr wahrscheinlich doch nicht geben auf meinem Kanal. Wie gesagt, genau wegen der Sache mit Juventus Turin, das ist ein bisschen für mich. Ja. Eigentlich hat sich so ein Grund, das Spiel nicht zu kaufen, aber guck mal. Wir gucken mal auf jeden Fall. Czesny. Auch die erste Chance in Münchner. Das war Glück gehabt, dass der noch durchkam. Ah, schade. Gut geholt. Und jetzt heißt er mir in den Angriff rein in die Halbzeit. Beide Mannschaften mit jeweils einer guten Chance. Dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Und dann schauen wir mal, was die bringt. Ronaldo. Ronaldo. Oh, die nächste Chance. Wieder so eine kleine Chance. Der geht aber weit rüber. Die Flanke war nicht schlecht.
aber. Quadrado, glaube ich, war das, ja. Der das Ding mal einiges drüber wirft. Drüber haut. Ha, es war's, ja. War ja nicht. Klar Ball gespielt. Ja, Schiedsrichter sagt, lass weiterlaufen nächste Mal. Dann gibt's nämlich die gelbe Karte. Oh, dann so ein abgefälschtes Ding. 1-0 Bayern. Thiago. Das war ein blöd abgefälschter Ball. Den hat der Keeper gehabt. Und dann geht der leider nicht. Am Tor vorbei, wird abgeblockt, sondern. Naja, wie immer sei. Ärgerlich. Aber nicht mehr änderbar. Leider. Neuer! Und 2-0. Gnabry. Heieiei, dann kriegen wir es jetzt gerade hintereinander weg. Der Ball kommt nicht durch auf Ronaldo. Mir gefällt mir das gerade gar nicht. Dybala scheitert da, Neuer. Und es gibt die nächste Ecke. Ecke Dybala, der kommt rein, der Ball. Aber der ist geklärt. Also der ging eigentlich komplett raus. Was? Was wäre jetzt wieder? Naja, kann man doch laufen lassen, Schiedsrichter. Oh, der kommt nicht durch. Auch der kommt überhaupt nicht an. Also jetzt momentan klappt es nicht. So, erstmal raus damit. Sandro.
Und da habe ich extra ein bisschen weniger gedrückt diesmal und diesmal geht der wieder drüber. Wieder war es ein guter Angriff. Ja, das ist halt der Unterschied. Die Bayern machen es als kalt und wir machen es einfach nicht. Schade. Ey, was machst du da? Verpfeifst du dir denn mit... War da gar nichts, ey. Ein harmloser Angriff, den, wo ich den Ball mir hole, pfeifst du weg oder was? Schade. Pfeif ab. Ja, Doppelschlag bin er. Ja. Jo. Ist leider so. Scheiße. Ärgerlich, aber es ist noch nicht an der Bar. So. Mini. Gut. Dann gucken wir uns jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall mal die andere, noch eine andere Mannschaft an. Ich guck mal gerade. Wir gucken mal, was haben wir denn noch so? Nehmen wir mal Benutzer. Wir haben jetzt im Juventus gespielt. Was spielen wir denn heute? Beziehungsweise morgen. Arsenal. Spielen wir mal gegen Sao Paulo. Dann nehmen wir den Club von Neymar. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play FIFA Evolution Soccer 2020.